So, mit Sascha Weber, gerade dritter Saisonsieg in Lödelorsch. Du bist relativ früh mit Emi Heckle weggefahren und konntest ihn dann im Sprint besiegen. Ich denke mal, das lief alles so wie geplant, oder? Ja, ich denke auch. Das ist relativ schnell gewesen heute und wir waren relativ schnell weg, der Emil und ich. Es gab jetzt keinen Moment, wo ich mir gedacht habe, du musst da jetzt den Emil unbedingt abhängen. Ich hatte in Berlin war letzte Woche die Meisterschaft, ich hatte da ja noch die Erkältung und es war einfach nicht mein Tag. Und jetzt bin ich doch desto froher, ja, nochmal einen guten Tag erwischt zu haben und dann hier zu gewinnen. Ich denke, das sind 40 UC-Punkte, die kann ich gut gebrauchen. Und jetzt geht es weiter für die Weltmeisterschaft und ich bin doch zufrieden. Ja. Ein Sieg ist immer top. Ja, ist auch eine kleine Wiedergutmachung dann im Vergleich. Letzte Woche war vielleicht auch eine kleine Enttäuschung für dich. Ja klar, wir hatten natürlich die DM in Berlin und wenn du 4 Tage im Bett liegst vorher und ja, dann hast du auch gegen einen Marcel Meisel keine Chance. Naja, war mir das auch wurscht, ob ich Zweiter oder Dritter werde. Ich war doch enttäuscht letzte Woche. Aber 1-2 Tage zu Hause hat sich das wieder getan und jetzt bin ich wieder im Angriffsmodus für die Weltmeisterschaft. Oder? 2 Wochen noch bis dahin. Was musst du da erreichen, um zufrieden zu sein? Ja, ich denke, Bogenz ist ähnlich wie hier. Du kannst eine schnelle Runde haben, es kann aber auch matschig werden. Letztes Jahr. Der World Cup war relativ matschig. Ich denke, sie werden vielleicht noch ein bisschen was verändern, weil es war teilweise nicht so gut zu fahren, ja, auch in die Abfahrt. Aber ja, bei einem guten Tag kann ich in die Top 10 fahren, ich kann aber auch 30. werden bei der WM. Und ich nehme mir mal vor, die Top 15 zu erreichen und dann alles, was besser ist, ist ein Bonus. Die World Cups in Namur und Zolder war ich 21. Ja, das war jetzt okay, aber auch noch kein super Ergebnis. Und jetzt die Vorbereitung, nächste Woche wahrscheinlich noch Hoge Heide und dann nochmal gut trainieren und dann... Ja, ich hatte jetzt schon nach der Meisterschaft einen guten Block gefahren zu Hause in Freiburg. Da war es ja auch relativ kalt und wir hatten Schnee. Aber ja, diese Woche noch einmal ordentlich arbeiten und dann vor der WM kannst du auch nicht mehr viel dann rumreisen. Ne? Das muss dann nächste Woche passieren und dann zum World Cup nach Hoge Heide noch einmal richtig tief gehen und sehen, wie die Beine dann drehen. Dann drücken wir die Daumen und gute Heimreise. Danke.